Name ist Leonie Gormann und ich bin 18 Jahre alt. Ich selber würde mich als extrovertiert und kommunikativ beschreiben. Ich arbeite sehr gerne mit Menschen, vor allem mit Kindern, und habe auch in der Schule ein Praktikum in diese Richtung absolviert. Ich würde sagen, dass ich hilfsbereit anderen Menschen gegenüber bin, auch sehr gerne hilfsbereit bin, und einfach offen gegenüber anderen bin. Ich wollte nach der Schule nicht direkt anfangen zu studieren und habe mich deshalb dazu entschieden, ein FSJ beim SC Potsdam zu machen. Vor allem, weil ich nochmal in das Turnen eben einsteigen wollte und gucken wollte, was sich verändert hat in den letzten Jahren und auch aus der Sicht einer Trainerin eben nochmal andere Erfahrungen sammeln kann als aus der Sicht einer Turnerin. Der Bewerbungsvorgang an sich war eigentlich relativ einfach. Also ich musste meinen Lebenslauf und einen Steckbrief an den SC Potsdam schicken, hatte dann noch ein kurzes Bewerbungsgespräch und das war es eigentlich auch schon. Also es ging relativ schnell alles. Meine Aufgaben sind ganz breit gefächert. Ich bin zum einen im Büro in der Mitgliedsverwaltung zuständig, wo ich verschiedenste Dokumente bearbeite, aber auch beispielsweise Aufnahmepakete packe, die dann die Mitglieder bekommen. Und in der Halle gehe ich meiner Tätigkeit als Trainerin nach, wo ich eben die kleinen Mädels auf ihre Wettkämpfe vorbereite, zu denen ich dann auch mitfahre und sie begleite. Mein Tag startet gegen 10.30 Uhr im Büro, wo ich eben verschiedene Dokumente bearbeite und Events plane. Und nach einer 3- bis 4-stündigen Arbeit im Büro geht es dann für mich in die Halle, wo ich 3 bis 3,5 Stunden die Kinder trainiere. Das FSJ bringt mir auf jeden Fall sehr gute Einblicke für eine spätere Tätigkeit, da ich plane, Lehramt zu studieren, auch im Fachbereich Sport. Und dadurch, dass ich eben auch mit Kindern arbeite, eine sehr gute Grundlage gegeben ist, um dann zu gucken, ob ich das später wirklich machen möchte oder eher nicht. Eine berufliche Perspektive bei der SC Potsdam auf jeden Fall. Vor allem, weil ja auch Trainer gesucht werden. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, eben als Trainerin weiter in der Turnhalle tätig zu sein.